Mein Name ist Dirk Tometzek, ich bin Produktmanager für die Speicherlösungen bei der Firma Rohde & Schwarz. Seit Dezember 2017 setzen wir das Spectrum Scale auf unseren Spicer-Boxen ein, haben aber bei aller technischen Überlegenheit trotzdem festgestellt, dass in gewissen Applikationen die Redundanz nicht ausreicht. So, wir haben uns dazu entschlossen, einen Software-Layer um Spectrum Scale herum zu entwickeln, der einer Applikation, in diesem Fall Video-Playout, also das, was wir im Fernsehen empfangen, eine unterbrechungsfreie Datenübertragung gewährleistet. Sozusagen. Dabei geht es insbesondere um Werbung. Also ich werde das in dem Vortrag schildern. Wir werden sehen, dass ein einziger Frame in einer Situation bei der NFL über 5000 Dollar wert ist. Und somit, wenn man das dann mal hochrechnet, 30 Sekunden kosten 5 Millionen US-Dollar. Somit muss immer und zu jeder Zeit unterbrechungsfreie Übertragung gewährleistet sein. Und davon wird mein Vortrag handeln. Das Ganze nennt sich VSA, Virtual Storage Access. Wie gesagt, der Layer, den wir um Spectrum Scale herum entwickelt haben, von dem die Applikation dann profitiert und zwei unabhängige Cluster als einen dargestellt bekommt. Ja, in der Medienbranche gibt es relativ viele Applikationen. Da gibt es Applikationen, die arbeiten mit unkomprimierten Daten, mit komprimierten. Es gibt Daten, die müssen ausgelagert werden. Somit entstehen am Ende Storage-Silos oder Inseln. Gerade auf dem Hochleistungsspeicher, also der auch relativ teuer ist, kommt es oftmals vor, dass die Daten da einfach kalt liegen gelassen werden. Das heißt, die Daten werden nicht genutzt und besetzen einfach teuren Speicherplatz. Spectrum Scale bietet einen Global Namespace und ein Tiering oder Information Lifecycle Management, also dass Daten von verschiedenen Storage Pools in andere transferiert werden können, ohne dass sich die URL, also der Zugriffspfad, ändert. Das heißt, ich finde meine Daten immer im gleichen Ordner wieder, egal ob sie jetzt auf meinem SSD-Pool oder vielleicht sogar auf meinem Tape-Storage liegen. Rohde & Schwarz hat langjährige Erfahrung im Medienumfeld. Insbesondere was die Videoapplikation angeht. Da geht es um Film-Mastering-Prozesse oder Video-Streaming. Somit kennen wir dann auch die Anforderungen für den Speicher. Wir haben festgestellt in der Vergangenheit, dass generischer Speicher von anderen Herstellern nicht unbedingt dazu in der Lage ist, genau diese Performance zu liefern. Da geht es nicht nur um Bandbreite, da geht es auch um IOPS. Insofern haben wir uns dann an einem Punkt entschlossen, diesen Storage halt selbst zu bauen und speziell für diese Anforderungen herzustellen. Da geht es teilweise dann auch wirklich um Kompaktheit, also die Systeme dürfen nicht wirklich groß sein, müssen trotzdem eine hohe Leistung liefern. Also ich nenne mal ein Beispiel, so ein 4K-Strom in 16-Bit mit dem Alpha-Kanal, der kann schon mal 4-5 Gigabyte pro Sekunde haben. Budgets sind halt nicht unlimitiert in der Branche. Das muss dann schon mal so ein System liefern können und das ist bei weitem nicht gang und gäbe. Da gibt es ein Produkt bei uns, das nennt sich Spicer Voxel. Das kann solche Ströme durchaus liefern in der entsprechenden Konfiguration. Natürlich gibt es aber auch generischeren Speicher, wo es um Standard-Editing von komprimierten Files geht. Das geht dann so eher in Richtung Broadcast-Produktion. Da zählt dann doch schon die Größe, also die schiere Terabyte-Zahl. Liefern wir auch ein Produkt, den Spicer Box Toploader. Der geht bis zu einem Petabyte in der Vollausstattung und liefert den Kunden halt auch über SATA-Platten, also SATA-Technologie, entsprechend ausreichend Bandbreite und vor allen Dingen die Parallelität, die viele Streams liefern müssen.